Ja, da sind wir auch schon wieder zurück bei der weiteren Runde Raft. Na? Kommt doch noch ein Stück näher. Was? Hallo Tobi, na? Hey, hey Tobi. Na? Hallo Tobi. Hallo. Sieht ein bisschen unheimlich aus. Reibung. So, ach man, ach doof, dass das jetzt, wir haben nur noch 2 Folgen Zeit für heute für die Aufnahme und ich will aber hier noch bei den Tieren alles ändern und ich habe Angst, dass ich das vergesse zum nächsten Mal. Nee, Quatsch. Wir haben ja sonst nichts mehr zu tun. Ja, naja, aber dann weiß ich vielleicht nicht mehr, was ich machen wollte. Wie zum Beispiel jetzt gerade, wie eine Heimatsko holen. Jetzt habe ich gerade Bock, so ein paar Sachen zu machen. Also, verdammt. Wollen wir auf die Insel jetzt erst gehen schnell, oder? Ja, ich glaube ja, wenn du mir verrätst, wo jetzt die Heimasken sind. Ach so, die sind natürlich in unserer Fashion-Kiste. Komm mal mit. Oh, die Fashion-Kiste. Mm. Hier, bitteschön, Erik. Oh. Ah, oh, das ist aber High-Fashion, die du hier ausgelegt hast. Ja, hallo. Nice. Oh, ich habe eine Heimaske dabei. Ich bin sehr schlau. Dann nehmen wir noch eine Bärenmaske mit. Auf dieser Insel. Oh ja, stimmt. Ist ja... Aha. Ja, Mutti. Ja, nicht nur die Mutti, auch die Kinder, ne? Die Kinder sind auch da, vielleicht. So, ach, die stimmt, da waren sogar sehr viele von denen, ne? Hast du die Make-Maschine auch dabei? Ja, ja, die habe ich. Also, na, das ist. Die ist privat. So. Ach, der Hai muss jetzt auch wieder anders heißen, ne? Das stimmt. Ich weiß gar nicht, wie viele Hainamen ich da insgesamt genommen habe. Hast einen guten Tag anscheinbar gehabt an dem Tag. Ja, ich glaube auch. War ein Lauf. So, apropos Lauf. Links, rechts waren, glaube ich, Bienen, oder? Nee, ich glaube, wir müssen erstmal links, dann rechts. Da waren, glaube ich, Bienen. Oh ja, das war die Insel, wo man sich absolut nicht zurechtgefunden hat. Oh Gott. Ja, genau. Und das mit der Jump-Run-Einlage. Und mit dieser wunderbaren Geheimfigur, die wir damals noch gefunden haben. Weißt du noch? Ah, oh, ja, das hat sich richtig gelohnt am Ende. Alle waren glücklich. Toll. Ach, das war sehr schön. Huch, hallo Vogel. Huch. So. Moin. Boing, boing, boing. So. Müsste doch hier irgendwo... Ach, Oh, ein Bär. Da. Oh. Ich meine. Na? Er hat ja irgendwie... Warum ist denn das Heck weiter oben als der Kopf vorne? Das sieht ja ganz komisch aus. Ich weiß nicht. Gib uns ein Pausenbrot, los! Gib uns ein Pausenbrot! Ich mach mehr. Wow, nice. Er ist bereit. Ja. Bereit für die Empfängnis. Schön, schön. So, Leder und Fleisch. Lalalalala. Also ich laufe hier einfach mal rum. Hier, ich glaube, also hier waren noch Bienen, oder? War das nicht hier? Also hier sind diese Kiefernbäume und ich meine, auf diesen Kiefernbäumen, Inseln waren immer Bienen gewesen. Wir haben hier auf jeden Fall welche mitgenommen. Also ich weiß, dass auf dieser Insel ja Bienen waren. Ich weiß nur gerade nicht mehr, wo das war. Da war ich glaube, das müsste aber der Weg sein hier, oder? Ich hoffe, wir finden nicht nur Turbinen. Tobi, I've been there. Bitte erzähl mir doch so eine Witze nicht mehr. Turbinen. Achso, ich würde übrigens Wetten entgegennehmen. Meinst du, Mama Bär ist noch am Schleckern? Meinst du, die haben das so abgespeichert? Dann wäre aber nicht so geil, weil dann glaube ich, gibt es auch keine Bienen mehr, oder? Oder meinst du, das ist so ein Event, was man einmal getriggert hat und das bleibt dann für immer so? Ja, also könnte, bei Mama Bär kann ich mir das vorstellen. Bei den Bienen, ich glaube, die respawnen. Wie die Bären hier. Oh ja, guck mal, Mama Bär. Oh. Moin, Mama. Ich frage mich, also es gibt ja ein Achievement, dass man die tötet, ne? Ja, Tobias, das gibt es. Mein Bogen ist bereit, aber nur ich habe keine Pfeile, glaube ich. Wenn wir jetzt auf die anfangen zu schießen, ne? Ja, ob die dann das Geschlabber sein lässt, ne? Das ist gut möglich, ne? Haben wir einen Fluchtplan? Ich frage mich halt, kann man hier irgendwann in den Seiten vielleicht irgendwie sich hochbuggen oder... Dass die einen da nicht kriegt oder so, irgendwo, ne? So, dass man hier irgendwo hochgeht. Und dann von da aus schießt.
Ich glaube, das haben die schon extra so gemacht, dass man es nicht kann, oder? Ach so. Okay, cool. Problem ist, ich sehe die von hier aus nicht. Gut, ich könnte versuchen, auf sie zu schießen. Warte oh mal. Doch, warte mal. Okay, der war... Er geht da durch. Oh, okay, alles klar. Die Mutti. Okay. Okay, die Pfeile gehen alle. Oh, jetzt kommt die hinter mir her. Nö, die rennt wieder zurück. Nee, doch nicht. Okay. Wollte ich mal testen. Natürlich, ich gehe ein Stückchen auf Seite noch. Ich hoffe, hier müssen eigentlich easy peasy. Die ist wie ich. Ich hoffe, ich habe genug Pfeile mit dabei. Mich würde interessieren, ob die Health verliert dabei. Bestimmt, oder? Boah, Alter, die ist aber gespickt inzwischen. Wie tut's mir jetzt leid? Ja, mir auch, aber ich meine. Es gibt aber eine Achievement halt, ne? Ja, dafür lohnt sich schon, die Bärenmutti von allen anderen Bären hier umzubringen. Okay, langsam wird's lächerlich. Ist das ein Igel jetzt? Ugly Sonic. Ich habe keine Munition mehr. Geil. Kannst aber Pfeile einfach so machen. Wir haben genug Stuff. Ach so, warte mal, hier. Oh ja. Ich bin nicht sicher, ob die nicht wieder healt, wenn die da am Futternapf ist. Alter, ach ja. Langsam wirklich aus wie, Ugly Sonic. Mein Bogen ist kaputt. Stimmt, es kann natürlich sein, dass sie wirklich wieder healt, ne? Oh! Ne! Ne! Okay. Oh. Boah, Junge. Alter, drei Fleisch. Alter, wie viel Leder. Und wie viel Fleisch. Oh. Boah. Das hat sich gelohnt. Nice. Das. Warte. Oh, sie ist wieder da. Ja, cool. Dann haben wir das ja doch gemacht. Wie viele Pfeile, bitte? Die hat ordentlich gefressen, ja. Ich habe 60 Pfeile gehabt. 60 Metallpfeile hatte ich. Boah, Metallpfeile auch noch? Ja, klar. Ich habe einfach hab Steinpfeile reingehauen. Nee, da werden wir ja morgen noch sitzen, wahrscheinlich. Das ist schon, wow. So, aber hier hinten müssten... Wo bist du? Hier sind Bienen, aber ich habe den Hatcher... Nee, habe ich doch mit. Oh, Insekten, jetzt habe ich zum Glück doch mit. Habe ich gerade eben daran gedacht. Ein Bär ist hier auch noch übrigens, ne? Nur so nebenbei. Für Fleisch, Leder, was auch immer. Wo du lang gelaufen bist? Achso, ich bin aber den Weg weiter runter. Ja! 4 Bienengläser, nicht 5. Oh. Hat der Bär Bock auf dich, oder was ist das? Nee. Nee, hat er nicht. Hat er mich gerade gekickt, oder was? Nee, das sah so aus, würde dich jagen, aber macht er nicht. Sag mal, jetzt aber. So, 5. Jetzt haben wir 9 Bienengläser. War schon mal nice. Komm, sträub dich nicht, dein Mutti ist eh tot. So. Lecker. Und hier sind auch noch ein bisschen Honigwabe. Honigwabe nehme ich nicht. Ich meine, okay, die brauchen wir eigentlich wirklich nicht, die Honigwaben. Überhaupt nicht, aber... Nee. Was willst du dir noch auf der Insel hier lassen, Erik? Hier ist eh vorbei jetzt. Das stimmt. Es gibt noch mindestens eine weitere Bienenlocation hier. Ich meine, wir brauchen natürlich nicht so viele Bienen, ne? Aber...
Du weißt ja, wie es ist. Haben ist besser als brauchen. Richtig. So, und außerdem können wir dafür natürlich dafür sorgen, dass die Bienen einen weiteren Bestand haben bei uns. Mhm. Ja, das wir retten quasi die Bienen. Nicht nur die Menschheit, sondern auch die Bienen. Gut, die Bären vielleicht nicht so. Gut. So. Ich weiß gar nicht, wo ich hier gerade lang gehe. Die hatten aber auch eine gute Zeit hier gehabt. Ja, auf jeden Fall. Und die ist halt auch irgendwann abgelaufen. Eben. Alles hat seine Zeit. Die Menschen, die Bären. So. Plöpp. So. Ist übrigens toll, dass es wieder dunkel geworden ist. Ja. Ich bin wieder im Boot. Cool. Oh. Ich dachte gerade, du läufst du, aber das wäre so ein Vogel. Sag mal. Frechheit. War ein bisschen verwirrt, warum du dich so bewegst. Oh, hier ist noch ein Bär. Hallo. Ich hab Rücken. Hm? Ich hab Rücken, deswegen laufe ich so. So, kommen Sie mal her. Ist das schön mit den Bärenmasken. Mega unrealistisch, dass die Bären nicht angreifen, wenn man die angreift, aber... So, boah, die Machete scheint aber auch gut Damage zu machen. Mhm. So. Leder. Achso, hast du eigentlich mal dein Piep-Piep-Piep ausgerüstet? Wahrscheinlich ist hier aber nichts, ne? Mein Piep-Piep-Piep. Den mach ich mal gerade direkt. Also hier ist einmal nichts. Naja, Story-Insel halt, ne? Ja, ich kann mit dem ein bisschen rumlaufen, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas ist. Hm. Ne, nicht ein schäbiger Punkt. Oh, nice, hier ist das Jump-Run-Ding. Oh. Da habe ich natürlich gerade gar keinen Bock drauf, komischerweise. Ich glaube, dahinter waren aber auch keine Bienen, oder? Nee, die waren irgendwo davor und ich finde die aber gerade nicht und das fuchst mich. Fuchst? Das fuchst mich, Tobi. For fuchs sake. Nee, da piept gar nichts bei dem Ding. Ja, die Leute haben überall Schätze versteckt, außer auf den guten Inseln. Toll. Vielleicht wegen Menschen. Ah, schon wieder Nacht. Nervig. Ja, das ist schwierig. Das will ich. Musik wäre schön irgendwie, ne? Die ist ja ruhig, ja. Wäre ja, auch geil, wenn wir die Story-Inseln irgendwie eigene Musik hätten. Das wäre auch geil. Ja. Also hier zum Beispiel könnte gerade guter Monkey Island Soundtrack abspielen. Ah, Monkey Island, geil. Da würde ich mich freuen. Din, 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 din. Ram, bam, 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 bam. Oh, hier sind noch Bienen. Bam, bam. Geil, wo denn? Ja, ich bin ganz oben jetzt. Das ist das Problem. Ganz oben? Also ganz oben. Ich habe aber auch so ein Ding nicht, dass ich die fangen kann, ne? Aber ganz oben, ich weiß nicht mehr, wo ganz oben ist. Ich kann nochmal zurückgelatscht kommen und hol dich ab. Also ich war gerade noch bei der Bärenmutti. Okay, von der Bärenmutti aus ganz oben. Okay, da muss ich, glaube ich, wieder zurück. Brrr. Ich suche halt diese eine Location, von der ich weiß, dass da eine Blumenwiese mit einem Bären war. Und da waren halt auch mehrere Bienen. Könnte vielleicht sein, dass das hier ist. Naja, die waren nicht ganz oben. Nee. Okay. Da haben wir uns öfter mal verlaufen auf dem Rückweg quasi. Ach, schön, das Lied mit der Panflöte. Ich muss wirklich meine eigene Playlist hier reinballern. Ich kann es halt, ne? Schönes Spiel, aber ich kann die Musik aber nicht mehr hören. Hä? Paar mehr Soundtracks wären gut. Weißt du was? Während ich hier laufe, hier, du bist wahrscheinlich dann vielleicht hier hoch. Also ich stehe bei der Bärenmutti wieder. Achso, dann komme ich. Plomp. Da müsste noch eine Höhle sein mit einem anderen Bären.
War die nicht hier? Ach, oh, ach, ich bin hier. Ach so. Ich bin bei diesem komischen Schrank. Oh. Da geht's aber, da geht's aber, da geht's aber auch hoch. Ich glaube, das ist der Aufstieg, ne? Also da, wo ich gerade oben war, geht's jetzt hier bei der Bärenmutti, aber vielleicht ist das auch, vielleicht geht das auch da hoch, ich habe keine Ahnung. Okay, warte mal. Ich glaube, du müsstest dann hier drüben sein. Wenn ich das noch irgendwie richtig im Kopf habe. Bleib mal da. Mhm. So, du müsstest jetzt theoretisch... War die Bärenmutti nicht hier vorne? Irgendwo? Gut, ich stelle fest, ich kenne nicht alle Wege hier. Na, die Insel ist sehr verworren. Ja. Oh, hier ist noch ein Bär. Warte mal kurz. Ich muss ganz kurz eben... Ach, das ist immer der gleiche Bär, der respawnt. Ich komme immer wieder an diesen Zeltbär. Der respawnt ständig. Das ist für Fleisch aber auch nicht schlecht, ne? Ja, deswegen dachte ich mir auch mal, ich kann ihn vielleicht nochmal... Löcher ihn. So, warte. Sekunde. Also Leder und Fleisch werden wir auf der Insel auf jeden Fall genug haben. Das ist geil. Also für den Anfang. Genug ist natürlich, ich weiß ja. Scheiße, ich finde die Bärenmutti gerade nicht. Ich war ziemlich sicher, dass die von dem Aufstieg aus dahin ging. Ah, okay, ich habe zumindest die Blumenwiese gefunden mit den Bienen, die ich meinte. Oh. Warte, ich habe 4 Bienen, da sind noch welche. Wie war das mit der Blumenwiese, wo wir uns immer hin verlaufen haben, wenn wir die Bärenmutti gesucht haben? Ja, ganz genau. Verhext. So, mal gucken. Warte, warte, wird auch gleich wieder Tag, dann sehe ich auch wieder was. So, und wir haben 18 Bienengläser. Und noch einen Bären, warte mal kurz. Für wie viel kann man einen Bienenstock machen? Leider 15 oder so. Boah. Ja, Bienenstock ist leider sehr teuer. Ich meine, wir brauchen ja auch nicht mehr Bienenstöcke, ne? Aber du weißt ja. So, noch ein Bären. Mann, 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 das erste Mal auf der Insel war aber ein ganz anderes Erlebnis. Den Honig nehme ich mal nicht mit. Das erste Mal auf der Insel war aber... Du weißt noch immer, wie wir vor der Mutti weggerannt sind. Ja, nicht nur vor der Mutti, bei der Mutti, vor allem, wie oft du da gestorben bist. Ja, wegen den Bären, ne? Mhm. Und wie wir auch vor jedem Bären eigentlich weggerannt sind, erstmal. Stimmt, da waren wir noch richtig grün hinter den Ohren. Ach ja, damals, good times, Tobi. Damals waren wir noch richtig naiv. So, hier auf dem Schild steht Bärenmutti, sehr gut, dann gehe ich da mal hin. So. Dann, ich muss hier aber in der Gegend sein. Ist doch jetzt hier irgendwo. Ach, jetzt bin ich schon wieder hier. Wenn man die Bärenmutti nicht schmatzen hört, dann irgendwie, weiß ich nicht. Du bist immer noch da, ne? Tut mir voll leid. Ich versuche die gerade zu finden. Alles gut, kein Stress. So. Isst du gerade was? Nein. Tobi, was isst du denn gerade? Ein Stück trockenes Brezel. Trockene Brezel. Oh, geil, trockene Brezel. Das ist ja aber, welch ein Hochgenuss. Ist wenigstens gut? Nee. Zu trocken. Warum isst du denn dann? Ja, irgendwas muss ich essen, ich hab Hunger. Ja, ich auch, aber... Ich versuche hier irgendwie... Oh, da bist du doch, hallo! Ah, hey Tobi, hey. Hey, ich weiß nicht mehr, wie es zur Bienenmutti geht. Bärenmutti. Nee, war ein Spaß, hier geht's lang, komm. So. Ja, hilf, ich werde verfolgt von einem Bären. Hilf. Wo ist meine Mutti? Mama, hier gibt's was zu essen. Mama! Ach, hier bist du lang? Ja, und dann da hoch. Ach so. Ach, hier geht's ja echt lang. Ja.
cool, das wusste ich gar nicht. Ich weiß noch nicht, ob wir da damals oben waren, ich glaube aber schon. Also zumindest nicht auf dem Weg. Nee? Ich glaube nicht. Okay. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Okay. Verrückt. So. Guck mal hier. Sieht ein bisschen aus, als würden wir dahin kommen, wo wir diesen komischen Puppenspieler da gefunden haben. Könnte sogar so sein. Ah, der war weiter unten, glaube ich. Sieht halt alles immer sehr gleich aus irgendwie, aber hier oben, ne? Ach, magnifik. Mm. Ich heiße nicht Manfred, aber darf ich trotzdem. Guck mal hier, Binnen. So, zack, sind sie weg. Nice. Nur einer? Ah, gut. Also, hier geht's noch ein bisschen weiter. Hier war noch ein Bär irgendwo, glaube ich, aber... So, okay. Prima, ich guck mal ein bisschen runter. Ach, das war, glaube ich, da, wo wir diesen ewig langen Weg hochgelatscht sind, oder? Könnte sein, hier ist ein Weg. Und dann durch so eine Höhle durch. Ach, da ist der Bär. Ich sehe schon. Da steppt der Bär. Hallo, Herr Bär. Wenn wir das Fleisch in den Rucksack packen, dann binden wir uns einen Bären auf, oder? Ist das nicht lustig? Findest du das nicht lustig? Oh. Das ist natürlich tragisch. Eines natürlichen Todes gestorben. Zack, und schon in der Tasche drin. So. Gestern war er noch auf allen Vieren. Heute werden wir ihn marinieren. Achso, ist der gleiche Weg wieder runter, ne? Ja. Naja. Aber andererseits, brauchen wir noch irgendwas bei der Insel? Nee, ne? Nee, wir können eigentlich direkt weiter pimmeln. Piep war nichts, ne? War gar nichts. Nee, überhaupt nichts. Hier ist tote Hose einfach. Okay. Das ist. Ja, die Bienen waren interessant, die Bären auch, die Bärenmutti vor allen Dingen. Gut, das haben wir noch abgeschlossen, ne? Das ist wichtig. Ich finde, das hat so, weiß ich nicht, ist irgendwie schön. Ne, wir kommen so letzten beiden Menschen, kommen hier auf der Insel an, fangen alle Bienen ein, töten alle Bären, töten die Bärenmutti und gehen wieder. Also, ist das so? Es ist halt Mensch, wir sind Mensch. Ja, auch ja, in diesem Spiel. So richtig schöne Geschichte einfach. Ja. Ah, der Mensch bleibt Mensch. Aber wo geht's denn hier oben hin? Hier machen wir, glaube ich, noch nicht heute, ne? Nur falls es da auf dem Gipfel vielleicht auch noch eine Blumenwiese gibt, hier ganz oben. Vorsichtshalber. Oh, ich hab Hunger. Was? Hast du nichts zu essen mit? Doch, doch. Oh, Gott sei Dank. So, hier werden auch Wildbeeren. Aber keine Bienen, okay. Da hinten ist, glaube ich, gar nichts. Da ist ein wilder Tobi. Alter. Puh. Das Schiff geht schon, ne? Es müsste eigentlich länger sein, ne? Eigentlich schon, aber ich find's jetzt auch nicht schlimm, also ehrlich gesagt. Nee. Ach, guck mal, die Steine auf dem Strand übrigens. Oh, da steht, oh, SOS. Hä, wie cool. Mhm. Upsi. Das ist mir nicht aufgefallen beim letzten Mal. Nee, mir auch nicht. Da kommen wir vielleicht auch ein bisschen zu spät, aber nun. Gut, aber sind wir ganz ehrlich, die haben ja eh keinen Bock gehabt mehr zu leben. Nee. Die haben ja vor allem keinen Typ, nicht dieser Puppenhansel. Ja, genau. Ja. Das ist schon unangenehm, gut. Einfach. Sehr unangenehm. Auch nicht unbedingt verdient gehabt, ne? So. Ah ja, eine Leiter können wir nicht machen. Okay. Weil wir haben die Doppelschräge da unten. Wir könnten maximal hinten oder vorne, je nachdem. Aber dazu müssten wir unten rausbauen können und das geht, glaube ich, nicht. Hatte ich, glaube ich, schon mal probiert. Aber ich kann hier unten, glaube ich, nicht mehr bauen.
Geil wäre halt, wenn man so eine Leiter hätte, die man ausfahren kann und wenn man fährt, wieder einfahren kann. Das wäre geil. Ja, das wäre natürlich richtig cool. Ja, ich kann hier irgendwie, vielleicht liegt es am Schwimmen oder so, ich habe keine Ahnung, wobei ich im Schwimmen auch andere Sachen bauen kann. Aber ich kann hier unten das Schiff nicht erweitern, komischerweise. Oh, Vorsicht, wir getten einen Visitor, du wirst verfolgt. Wie heißt er denn? Ich hab's leider nicht gesehen. Ah. Was? Ich muss den Namen nochmal kurz checken. Bleib doch mal stehen. Was? Hä? Hä? Was denn? Check mal. Was? Was? Was denn für ein Blasloch? Naja, hat halt ein Blasloch. Okay. So wie Delfine ja auch welche haben. Achso. Nennt man das Blasloch? Ich glaube ja. Ja? Also ich bin mir fast sicher. Okay. So, bist du drin? Ich bin drin, ja. Okay, ich bin auch drin. Wie Boris Becker früher bei AOL. Bin ich drin? Jetzt ist das. Mama Bärenkopf. Sie war hart, aber nicht unsterblich. Oh, was? Cool. Oh. Setz mal auf. Oh, hier. Oh. Sieht aber aus wie so ein Bubblehead-Figur. Warte, ich pack dir mal hier. Ah, nee, bei Fashion pack ich dir mal rein. Bitte, ja. Ich bitte darum. So. Und dann sag mal gleich Bescheid. Oh Gott, warte mal, ich muss hier noch ein paar. Meine Bärenköpfe hier mal ganz kurz rauspacken. Und Haikopf. So. Mach mal bitte. Oh. Hä? Bitte? Ja. Boah. Okay, ist aber leider der normale Bärenkopf, ne? Ja, ich glaube, der andere ist ein bisschen nur dunkler. Bräunlicher, ne? Ja, genau. Aber groß halt, ne? Ist ein Riesenteil. Ja, sehr groß. Danke, Erik. Ja, Tobi, was soll ich denn sagen? Es ist Ehre, wem Ehre gebührt, ne? So. Dann. Ich mach mal kurz neue Bienendinger. Bienenstücke. Weil wir jetzt die Power dazu haben. Oh nein, wenn wir noch ein Bienenglas hätten, könnten wir gleich zwei Bienenstöcke machen. Wir haben 29. Oh, ist das bitter. Oh, wie fuckig. Oh, ist das bitter. Hab mich gerade voll gefreut, dass es klappt, aber leider. Okay, das muss mehr Platz. Ist das? Was ist das denn für eine Stüperei? Ja, das habe ich auch gerade gefragt. Huch! Was denn? Oh, bei mir ist gerade das Dach eingestürzt. Schon wieder? Jetzt einfach komplett Freiluft hier. Oh. Sieht aber lustig aus. Der Blick dazu so. Geil. So. Ey. Ah, shit. Hm? Happy Birthday. Ja, danke schön, Onkel. Wusste ich, du machst immer diese komischen Beete, ich hab die nicht gefunden, keine Ahnung. Achso, ja, alles gut, ich mach die gerne. So, ernten. So, weißer Samen. Und dann mach ich nochmal ernten. Achso. So. Schwarzer Samen. Und Rot nehme ich auch mal direkt mit. So. Rot sieht man kaum. Weißt du was? Blau mache ich auch mal. So, blauer Samen. So. Wie viele Bienen hast du noch gebraucht? Eine. Wieso?
Also ein Bienenglas. Hast du welche? Hä? Sind das die? Hast du gerade unten gefunden in der Kiste? Ja. Ja, die zählen da mit rein. Leider. Oh. Jetzt hab ich 14 und es fehlt dann noch eine. Ach ja. Wir haben ja diese Mod. Ja. Okay. Ja. Ja. Okay. Ja, aber ich danke, Pum, danke. Verdammt. Ich dachte, das wäre so wie. Wo war denn das, wo das nicht mit reingezählt hat? Ach egal, keine Ahnung. Scheiß drauf. Es hätte schön sein können. Aber dann hast du es wieder verdorben. So. Ja, ich tue, was ich am besten kann, ne? Brauchen wir eine Kiste für Heilsalbe? Brauchen wir nicht, ne? Werden wir nie machen wahrscheinlich. Heilsalbe? Bin ganz ehrlich, wir sind bis jetzt echt gut ohne ausgekommen, ne? Ja. Dachte ich mir ja, halt doch. Auch. Ich glaube eher nicht. Ich glaube auch nicht, dass wir in Kapitel 3 irgendwie ein Shooter-Gefecht müssen. Wobei Kapitel 3 wird, glaube ich, wird ja, glaube ich, so sehr gefährlich, ne? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Soll zumindest. Okay. No, Pflanzenwässern. Übrigens Pflanzenwässern. Bei 32 Minuten. Jo, ich eile mir. So. Achso, bin doof. Oh, der Anker. Der Anker zieht ja mal quer durchs Schiff. So. Hm? Gesagt Wasser. Oh, hier ist schon wieder leer. Na klar. Das geht echt schnell. Ich muss auch oben gleich mal gucken. So, Blüten, ne? Ja, die Kisten mit den Dingensen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich das unten machen soll. Theoretisch können wir unten ja auch Räume hinmachen. Oder räumlich abtrennen eigentlich. Momentan ist unten ja sehr offen, aber wenn wir dann zum Beispiel sagen würden, was ist das eigentlich für eine komische Wand? Kann man hier drauf bauen? Oh, kann man nicht. Sind nicht von Schwäbisch Hall, wa? Nee, leider nein. Hm. Enttäuschend. Ja gut, dann ist eigentlich auch egal. Also theoretisch könnten wir das hier so ein bisschen, ne, einzimmern. Aber dann hat das nur zur Folge, dass wir schwerer an das Wasser rankommen. Das ist eine weiße Farbe, cool. Keine Farbe. Tobias, du Smutzfink. So, gelbe Blüte. Hier ist auch der Pinsel, nochmal eine gelbe Blüte. Das alles, diese ganzen Blüten hier, später mal. Oh Gott, das reicht auch nicht mehr. Das eine Rohr nehme ich hier raus. Dann packe ich das da rein. Aber Rezepte hast du irgendwo oben hin, hast du gesagt, ne? Rezepte? Ja. Welche denn? Ja, diese. Du hast ja, glaube ich, hier oben in die Kisten, ne? Diese komischen Schränke, wo nichts reingeht. Genau, da sind die Essensrezepte drin. Ah, perfekt. Genau. Perfekt. So. Machen wir uns rein. Das Fleisch muss ich nach oben bringen. Ich habe noch ewig viel Leder, aber dafür hat der Tobi ja hier schon was gemacht. Honig, Glibber. Ja, Leder ist ganz vorne in der ersten Reihe. Richtung Motoren. Ja. Ah, Leder, sehr gut. Prima. Wir haben schon ein bisschen Leder gesammelt, glaube ich. Ist gut. Ja,
Ich glaube, wir brauchen das für gar nichts mehr, aber ist nice to have. Ja, mal gucken. Vielleicht kommt ja noch was mit dem nächsten Update. Ich glaube zwar nicht dran, aber... So, mit dem Smuts gehe ich mal kurz oben bauen. Was auch los? Ich überlege halt doch, ob ich die Dinger wieder abreiße hier vorne. Und dann lieber die... Ich probiere mal was. Mhm. Da könnte man jetzt sagen, dass es eventuell Kacke ist. Wo ist meine Axt da? Aber ich will es zumindest mal probieren. Weil ich diese Zäune hier so unglaublich hässlich finde. Aber das ist auch nicht. Ich mache mal das Doppelding. Ups. Hast du gerade ein Schaf getroffen? Nein. Nein. So. So. Was denn? Okay. Kann das sein, dass wir gerade auf der Insel auflaufen? Oder was ist das hier? Ja, wir pollern da manchmal gegen, glaube ich. Okay, ich probiere es mal hier. Hier ist, glaube ich, einfacher. So. Dann mit dem Hammer, wenn ich jetzt hier machen würde. So. Und dann hier. Ach nee. Hier. Ah, ist irgendwie... Irgendwie nicht so geil. Da habe ich gedacht, macht man hier einfach eine normale Tür rein, aber ich glaube, das ist alles nicht so geil. Oh, die Palmen sind gewachsen. Oh, wie sieht's denn aus? Ich finde, das sieht ganz gut aus. Oh, ja gut, die klippen ein bisschen oben durch, ne? Die ditchen ein bisschen dran, ja. Ja, aber ansonsten sieht nice aus. Ja, kann man anbieten. Und das Schöne ist, die kann man sogar ernten für Bananen. Oh! Das ist ja geil. So. Okay, irgendwie ist das doch ganz nice, wenn man da durchgucken kann, aber... Okay. Das hier entferne ich mal. Bob, hier kommt ja eh kein Wasser hin. So. So. Nili. Ich habe Hunger. Dann ist doch was. Ich habe Hunger. Hä? Ich hätte gerne was zu essen. Ja, dann, hä, gönn dir doch, hä? Was? Wo? Wer spricht denn da? Hallo. Achso. was? Ja, ich teste hier Sachen aus. Ah, okay. Ich wollte hier ein bisschen rumbauen. Und ich das als Zaun finde ich nice, muss ich sagen. Ja? Ich finde es besser als den Zaun, also hübscher auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und ich dachte, bei den Bäumen morgens sieht es lustig aus. Guck mal, wie die da durchgucken. Ich finde, so das Fenster. Fand ich irgendwie lustig. Ja. Und ich werde die Wand dann wahrscheinlich wieder einen nach innen setzen. Ja. Weil, ne, bewässern kannst du eh nicht bis ganz vorne. Und dann haben wir nicht diese Schlauchwurst angegangen. Wobei, ja. Auf der Seite ist wieder schwierig hier. Aber da habe ich vielleicht eine Lösung eventuell. Muss ich mal gucken. Ich nehme mal Honig mit. Honig. So. Ich meine, theoretisch.
Sag mal, kann man da nicht einfach die Dinger nehmen? Wo sind die denn? Statt diesem hässlichen, hässlichen Zaun? Wie ich da einfach nie finde. Hier. What the fuck? Das ist doch viel besser. Das ist ja tausendmal besser. Ich glaube, das mache ich so. So. Bob. Himbeeren. Jetzt geht doch da rein. Geht doch einfach da rein. Los. Hopp. Und zu. So, hopp. 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 Du, mir kannst mir den Gefallen tun, kannst du mal kurz die beiden Ziegen da reintragen. Ja. Danke dir. Mhm. Ah, super. Guck mal, so mit dem Ding ist es noch besser, oder? Mit diesem Zaun hier. Oh ja, cool. Sieht halt noch mal besser aus. Ja, wie gesagt, besser auf jeden Fall als das Ding hier. Das ist halt echt... Ja, ja, das ist mega schäbig einfach nur. Nicht so geil. Aber das sieht cool aus. So, haben auch ein bisschen Platz. Hm. Eier. Eier. Ich nehme mal die Eier mit. Ja, oh. Mistvieh, hau ab. Das heißt so, ne? Ich bin jetzt nicht gemein. Dankeschön. So, und auch, man kommt auch besser rüber. Naja, okay, man muss immer noch crouchjumpen. Okay. So. Ja, sieht auf jeden Fall besser aus. Was denn? Der Blick von den Vögeln einfach. So. Hässlich. Dann. Hey, na. Und die Visier auch weg. So. Und. So. Scheiße, ich habe keine Schere dabei, sonst hätte ich da mal bei Boingboing durchs Fell gebreddert. Ja, lohnt sich auch wieder. Könnte man vertragen. Boing, die, geh mal rein. Ach. Warte, ich komme. Ich trage ihn weg. Hm? Ich trage ihn weg, warte. Dankeschön. Ah, warte, er geht schon rein. Geht rein. Bop. Bop. So, dann kann ich hier mal kurz mit der Axt alles niedermähen. Und dann mal gucken, wie es aussieht. So. Und theoretisch kann ich den Zaun hier in der Mitte auch entfernen, ne? Weil... Eigentlich schon. Ist eigentlich kackegal. Hier herrscht keine Rassentrennung. So. Dann haben wir das. Gut, hier, das Ding können wir auch noch entfernen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Platz. Da müsste aber noch ein Spritzer hin. Hm. So. So, dann kommt das hier nochmal alles weg. So. Tobi, was los? Hört man doch, ich hab Durst. Achso, das Übliche. Okay, wir haben 6 Felder übrig. 1, 2, 3, 4. So, und dann können wir da hinten theoretisch noch so einen Wasserspritzer hinmachen. Weil ich glaube, auch unsere Luke geht bis dahin. Dann geht's den Tieren hier ja auch gut. Ich glaube, denen geht's besser wie uns. Ja, das glaube ich auch. Weil die auch nur Gras fressen. Die müssen sich ja auch um nichts kümmern. Die sitzen einfach da und stehen da und machen einfach. Tiere sind das manchmal ganz cool, ne? Obwohl, naja, manchmal. Also ich sag mal, aber ich wäre bei mir gerne Tier. Ja, ja, da, ja, bei dir wäre ich auch gerne Tier. Ich würde den ganzen Tag nur rumhängen und fressen und pennen. Und ja, es wäre voll in Ordnung und mein Handy wäre voll von Bildern von dir. Dann habe ich ab und zu mal gekraut und gestreichelt, weil ich so ein feiner Junge bin. Ja, ja. Oh, der Traum. Tobi. Nein, wirklich nicht. Darf ich dein Tier werden? Was? Ganz gefährlich. Oh. Ganz falsch. So, ist das Ding angeschlossen? Warte, ich wollte mal gucken.
ist, glaube ich, nicht angeschlossen, ne? Benötigt Wasser. Und eine Batterie. Haben wir noch eine Batterie, eine volle irgendwo? Ja, in der Batteriekiste. Super, da muss ich gleich mal gucken, wo die ist. Das mit den Bienen werde ich, glaube ich, auch noch mal... Ich glaube, ich mache das noch anders hier. Das ist alles noch nicht so... Ich glaube, ich setze das Deck wirklich noch mal ein halbes Ding nach oben. Das wird natürlich ein bisschen nervig. Dann passen auch die Palmen. Das stimmt, ja. Dann klippen die Palmen ja nicht mehr. Ach so, wir sind übrigens schon Überlänge, ne? Ja, wir müssen wieder durchziehen jetzt. Müssen wir? Ja. Ich meine, eine Folge schaffen wir noch, Tobi. Du möchtest, mir ist das egal. Also, hätte schon Bock, weil dann schaffe ich ein bisschen mehr. Ja, können wir machen. Also bis zwei bin ich ja eh easy. Okay, super, dann machen wir das. Perfekt. Okay, cool. Dann nächste Folge noch ein bisschen, ne? Und dann mal gucken. Ich würde wahnsinnig gern versuchen, das Deck nach so einen halben nach oben zu versetzen und mal gucken, wie es dann aussieht. Ich glaube, das wird ganz cool. Wird immer eine ganz andere Optik, glaube ich. Ja, ja. Doch, das würde gehen. Das würde gehen. Ja, ja, ja. Geil. Dann bis nächste Folge, ne? Tobi, ich freue mich. Tschüss. Tschüss.